Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute 25 verbotene Gadgets an, die du immer noch auf Amazon kaufen kannst. Schaut euch dieses ausgeklügelte Gadget an, das nur für $30 zu haben ist. Okay. Mit diesen ferngesteuerten Magneten kann man zum Beispiel ein Baumblatt oder ähnliches am Nummernschild befestigen und schon ist man vor der Blitzeranlage sicher. Und sollte man einen Verkehrspolizisten aus der Ferne bemerken, dann kann man die Magnete per Knopfdruck deaktivieren. Ja, und es ist komplett illegal, weil dann schrauben die das Kennzeichen ab, wenn die denken, hä, warum ist da die ganze Zeit so ein Blatt vor? Und dann ist es strafrechtlich. Für Verkehrssünder mit dickeren Geldbeuteln gibt es auch ausgefallene Spielereien, wie etwa diese ferngesteuerte Vorrichtung, die per Knopfdruck ein Nummernschild verdeckt. Lol. Das ist krank. Das ist ja wie bei James Bond. Da kannst du theoretisch, wenn du dir denkst, boah, mitten in der Nacht auf der Autobahn, ich will das mal richtig ballern, Kennzeichen verdecken, einfach durchziehen und dann denkst du wieder, komm. Jetzt mache ich Kennzeichen wieder hoch. Aber auch da, wenn man da nur einmal bei gesehen wird, bist du wahrscheinlich lebenslänglich deinen Führerschein los. Gehört ihr zu den Menschen, die ihre Schlüssel andauernd zu Hause vergessen? Dann solltet ihr euch dieses Werkzeug genau ansehen. Schlüssel einfach immer in der Tür stecken lassen. Von innen. Logischerweise nicht von außen. Das ist ein Elektropick. Ein elektrisches Gerät zum zerstörungsfreien Öffnen von Schlössern, mit dem man sich Zutritt zu jedem Raum verschaffen kann, ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen. Das funktioniert dann wahrscheinlich nur bei so amerikanischen Türen oder wenn die ihre Häuser, die bauen das ja eh gefühlt nur aus Holz und Pappe oder so. Aber ich glaube nicht, dass das bei deutschen, wirklich qualitativ hochwertigen Türen funktioniert. Ich habe hier eh so eine Sicherheitsanlage in der Tür. Das heißt, wenn irgendwas anderes außer ein Schlüssel da reingeht, dann ist am Arsch. Deswegen kann ich beispielsweise bei meiner Tür auch nie einen Schlüsseldienst rufen. Zum Glück habe ich noch niemanden Schlüssel verloren. Dieses Gerät sollte ebenfalls nur an vertrauenswürdige Personen verkauft werden. Und man sollte ihre Vergangenheit nicht weniger gründlich durchleuchten als die der Bankkunden, die einen Kredit beantragen. Mhm. Das ist auch wieder was zum... Nein, das ist für Autos. Ich meine, die ursprüngliche Idee ist ja ganz schön. Hey, hast du deinen Schlüssel vergessen, dann nimm das hier. Aber das in den Händen der falschen Leute ist fatal. Was glaubt ihr, warum alle Ladendieme von solchen Boostertaschen träumen? Nein, es handelt sich nicht um edle Markenwaren, auch wenn man dafür zwischen 150 und $300 hinblättern muss. Das sind spezielle Taschen, deren Innenseite mit mehreren Schichten Aluminiumfolie ausgekleidet sind. Lol, die sorgt für eine elektromagnetische Abschirmung mit dem Ergebnis, dass elektronische Sicherheitsetiketten da drin nicht von den Detektorenantennen am Ladenausgang erkannt werden. Mein Gott. Ich frag mich halt, also klar, im Titel steht ja schon, es sind verbotene Gadgets, aber ich frag mich halt, was sich die Hersteller davon für eine Nachfrage und einen Markt erhoffen, weil das ja niemand kaufen wird, außer du hast kriminelle Absichten und dann wird dein Shop ja eh runtergenommen. Solltet ihr jemand mit so einem schlüsselförmigen USB-Stick in der Nähe eures Computers erwischen, seht bloß zu, dass derjenige ihn nicht einsteckt. Es ist so, dass dieses $50-Gerät sämtliche Daten auf euren PC in wenigen Minuten löschen könnte. Lol. Ich dachte mal, das gibt es nicht. Klar, der braucht halt erstmal Zugang an euren PC und dass ihr euren Code eingibt und so, aber wenn ich da teilweise im Starbucks hier bei mir in der Ecke irgendwie mir einen Tee hole oder ein Stück Kuchen mal ausnahmsweise oder sowas, wenn da dann Leute sitzen mit ihren Laptops und dann irgendwie am Telefonieren sind, rausgucken, kannst du ja ganz easy mal kurz reinstecken. Sitzen ja auch bei Starbucks wie die Hühner auf der Stange nebeneinander. Sind euch schon mal Leute als verdächtig aufgefallen, die Brillen ohne Sehstärke tragen? Ja, gibt das ja sollten sie aber, denn zuweilen verbergen sich hinter Smart Glasses keine harmlosen Hipster, sondern echte Spione, die mit derartigen Spionagegeräten nicht nur die Stimme ihres Gegenübers aufzeichnen, sondern auch sein Gesicht filmen könnten. Das Gadget verfügt über 32 GB Speicher, der für ganze 10 Stunden Video reicht, liefert gute Audioaufnahmen und hat sogar einen guten Bildstabilisator. Und Snapchat. Die Qualität der Videos ist also ausreichend, um einen YouTube-Kanal zu betreiben. Lol. Ja gut, das ist krass. Aber ich glaube, da wird es demnächst auch ein paar Gesetze geben, die so etwas verbieten, weil das ist genauso wie bei den Drohnen. Das war auch eine Zeit lang einfach so ein rechtsfreier Raum, wo man einfach überall rumfliegen konnte, über Privatgrundstücke alles filmen konnte. Genau das gleiche wird jetzt auch mit diesen Brillen da passieren. Also es wird ja immer krasser. Erinnert ihr euch an die Szene aus Harry Potter und der Orden des Phönix, in der Harry und seine Freunde es versuchen, die Ordensmitglieder zu belauschen? Wenn sie wüssten, was Internet ist, wäre ihr Leben viel einfacher. Denn im Web kann man zum Beispiel so ein Gerät kaufen. Man drückt es gegen die Wand, steckt die Kopfhörer ein und lauscht, was im anderen Raum vor sich geht. Ganz kurzer creepy Lifehack auch von mir an euch. Ich habe den nämlich auf TikTok gesehen. Und zwar kann man bei AirPods, also wenn ihr iOS, also Apple-Nutzer seid mit einem iPhone, kannst du, wenn ihr AirPods besitzt, auswählen, dass du mithören möchtest. Das heißt, du kannst deine offene AirPod-Verpackung irgendwie beispielsweise im Wohnzimmer liegen lassen. Bei deinen Eltern, wenn die irgendwie am Quatschen sind, dann sagst du, ey, ich gehe hoch auf mein Zimmer. Oder in den Raum nebenan. Und wenn du noch über Bluetooth verbunden bist, was ja teilweise durch ein, zwei Räume tatsächlich geht mittlerweile, kannst du genau hören, was sie sagen.
What? Würde euch eine Person verdächtig vorkommen, die mit so einem Stift zu einem Treffen mit euch kommen würde? Ich hatte so einen Stift damals manchmal in Klausuren in der Schule. Da konnte man nämlich dann so rausziehen. Und dann war da so ein 10 cm, 5 bis 10 cm langer weißer Streifen. Da konnte man halt Sachen drauf schreiben. Der war aber so laut und nicht geölt, dass ich erwischt wurde. Scheiße. Natürlich ist es kein einfacher Kugelschreiber. Das Gerät verfügt über ein hochempfindliches Mikro mit Rauschunterdrückung. Es hat 32 GB Speicher, was für knapp 400 Stunden Audioaufnahmen reicht. Mit einer Ladung hält es bis zu 14 Stunden und wenn man es mit Einverständnis der Mitmenschen benutzt, kann es sehr nützlich bei Meetings, Vorlesungen oder Interviews sein. Es ist auch krass, wenn man sowas benutzt, um an irgendwelche Beweismittel zu kommen. Aber dann ist es vor Gericht ja nicht zugelassen. Und das verstehe ich in Deutschland nicht. Man darf nämlich nicht durch eine weitere Straftat eine Straftat beweisen wollen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ich hatte nur kurz recht bei mir im Studium, aber das ist halt total wirrwarr, finde ich. Weil logisch, klar, man sollte nicht eine Straftat beweisen, indem man eine Straftat begeht. Aber wenn das Straftatbegehen ein Aufnehmen mit einem Kugelschreiber in einem Konferenzraum ist und die eigentliche Straftat ist irgendwie Mord oder sowas, dann sollte man das irgendwie von Situation zu Situation neu betrachten, meiner Ansicht nach. Ihr habt sicherlich Horrorgeschichten über Betrüger gehört, die nur davon träumen, eure Kartendaten an einem Geldautomaten abzugreifen. Mhm. Also, das sind keine Horrorgeschichten, sondern Realität. Ich checke jetzt mittlerweile immer seit ein paar Jahren bei einem Bankautomaten, da wo man die Karte reincheckt, ob da nicht noch irgendwie so ein Plastikfond ist. Weil das habe ich mal gesehen. Wir blenden euch hier ein Foto ein, dass Leute genau das gleiche, wo du die Karte reinsteckst, nochmal draufgesetzt haben, wodurch die Kartendaten abgelesen werden und über Bluetooth übertragen werden an irgendwelche Verbrecher im Auto nebenan. Davor habe ich echt Schiss. Ach, das ist genau das, was ich meine. Lol. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Kriminelle bringen an Automaten ein zusätzliches Lesegerät vor dem Karteneinschub an, das man gar nicht bemerkt. Einfach wirklich immer, bevor ihr Geld abhebt, bei dem Kartenlesegerät mal so ziehen. Ob da irgendwie was draufgesetzt ist oder so. Das ist ganz wichtig. Ich mach das immer. Vielleicht bin ich auch zu allmann, aber besser Vorsicht als Nachsicht. Fällt euch nichts Komisches an diesem Riemen auf? Nee. Man beachtet, dass diese Schnalle kein Dorn hat, die normalerweise ins Loch gedrückt werden müsste. Es liegt daran, dass als solcher ein Messer fungiert. Dieses ungewöhnliche Selbstverteidigungsmittel ist für $80 zu haben. Toll. Und was auch für ein Messer. Krass. Ja gut, wenn ich einer angreifen, musst du dann erstmal so tun, als ob du deinen Hosenstall aufmachst. Das könnte dann auch ein bisschen weird werden. Mit diesem Gadget kann man, ohne sich fürchten zu müssen, sogar um 2 Uhr nachts in einem menschenleeren Park joggen gehen. Von außen betrachtet sieht es wie ein ganz normaler Ring aus. Doch der Schein trügt. Oh mein Gott. Ja, so, ja, die Teile sind halt verboten in Deutschland. Ich weiß nicht, ist Pfefferspray? Ist Pfefferspray ist irgendwie so eine komische Grauzone, oder? Zur Selbstverteidigung darf man es, glaube ich, nutz. Ich weiß nicht, wie ist das mit Pfefferspray? Eine Freundin von mir wollte einfach damals ein Auslandssemester in Australien machen und wurde einfach nicht reingelassen ins Land, weil die Pfefferspray bei ihrem Handgepäck gefunden haben am Flughafen und die meinten, dass sie damit wohl irgendwas vorhätte. Aber die hat das nur als Selbstverteidigung mitgehabt. Dieses Gerät kann man noch leichter vor einem Angreifer verstecken. Guckt mal, es sieht doch aus wie ein handelsüblicher Lippenstift. Boah. Wie in so Filmen, ne? Wenn in so Frauen dann so. Ist es eine weitere wirksame Selbstverteidigungswaffe, mit der man einen Schläger per Knopfdruck neutralisieren kann. Ja, es ist halt aber alles wirklich illegal. Ich weiß, im Titel steht verbotene Gadgets, aber es wäre mal krass, wenn die so Gadgets zeigen würden, die wirklich erlaubt sind, wovon man aber nichts weiß. So gesetzliche Grauzonen. Klar, alles nur zur Selbstverteidigung. Wir wollen natürlich alle hier niemanden gewaltvoll angreifen, aber so vom Ding her wäre das auf jeden Fall schon krass. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verlassen. Welches Gadget hiervon besitzt ihr vielleicht sogar? Vielleicht einige Mädels ja so einen Lippenstift mit irgendeinem Messer drin oder keine Ahnung was. Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare.